Oh, meine Lieben und vielleicht auch Bösen, weiter geht's, weil wir wollen ja weiter kochen. Und kochen dauert so ein bisschen, vor allen Dingen Outdoor. Und deswegen machen wir gemütlich weiter. Das ist jetzt der zweite Part. Wahrscheinlich kriegen wir so ein 3-4-Part-Video hin, weil der Hoboofen läuft noch nicht. Weil wir wollen ja erstmal unser Essen fertig machen. Das heißt nochmal ein bisschen Worcestersoße. Einfach oben auf die gebackenen Bohnen drauf, die wir mitgenommen haben, zu machen. Das kommt noch direkt gleich wieder in die Kühlung zurück. Ein bisschen Maggi, auch wenn das Fake Maggi ist, auch da ein guter Schluck von drauf. Sagen wir so ein Teelöffel. So, auch das kommt jetzt gleich wieder zurück. Und mit allem sind wir immer noch besser dran als dieser Drachen dort. Da muss ich dem jetzt echt mal sagen, so du Dummschwätzer, was von Outdoor Survival. Du hast von Outdoor Survival überhaupt gar keine Ahnung. Du hast nicht mal richtig draußen gekocht. So, was soll das denn? Guck mal, selbst da ist nichts Schlimmes passiert. Ja, seht ihr. Mit solchen Sachen rechne ich. Jetzt kommt da noch ein bisschen Tomatenmark drauf. Ja, das wollen wir auch noch verbrauchen. So, einmal in schön scharf. Das Tomatenmark. So. Schrauben wir dich wieder zu. Kommen die ganzen Sachen auch wieder zurück in die Kühlung. Und ich bin immer noch voll empört, wie der Drachenlord meint, dieser blöde Rainer Winkler. Tut mir leid, wenn ich das jetzt mal meiner Meinung nach so, du bist meiner Meinung nach einfach dumm. Du hast keine Ahnung von Outdoor Survival, weil was zur Hölle stellst du dir denn vor? So, du hast noch nicht mal draußen gekocht. Das, was du draußen gekocht hast, sind deine komischen Nudelsuppen von Yam Yam, die du dann auch einfach direkt brühwarm draußen hingeschmissen hast, den Müll davon. Selbst ich sammle meinen Müll wieder ein. Ja, komm, kriegen wir jetzt die Tasche hier hinten. Nee, kriegen wir nicht. Ups. So. Er ist schon mal drin. Sowas hättest du dir besorgen müssen. Du hättest so viel Geld gehabt, aber nein, du hast dafür irgendeine Scheiße ausgegeben. So. Ja. Und andere Leute, die mit weniger Geld auskommen als du. Du scheiß Schmarotzer, der ständig nur am Betteln ist. Weil, tut mir leid, ich lebe von 1.100 € netto im Monat. Davon muss ich auskommen. Das wurde dir teilweise in den Arsch geschoben. Da sagst du, du kämst damit nur 1,5 bis 2 Wochen aus. So, was ist bei dir denn kaputt, Junge? Da krieg ich Frust bei. So, weil was ist mit dem Mann los? Weil guck mal, vor allen Dingen, er erzählt euch was vom Survival draußen. Frische Sachen werden gleich angebraten. In Anführungsstrichen frische Sachen werden gleich angebraten, nachgewürzt. Ganz frische Sachen, selbst geschnitten hier draußen, werden jetzt auch gleich verbraucht. Du machst dir deine scheiß Yam-Yams so. Ich weiß nicht, was mit dir kaputt ist, aber wer auch immer dem Drachenlord Geld gibt, könnt ihr nicht lieber mir Geld geben? Also ich bin mir sicher, da kann ich irgendwie ein Postfach oder sowas einrichten, da könnt ihr mir mein Geld geben, weil die 20, 30 € die ihr denen in den Arsch bläst, die können dann besser mir geben. Als nächstes, wir zünden den Ofen an. Essen ist schon vorbereitet. Sobald das dann brennt, wird er schön zusammengestellt. Dann haben wir zu essen für heute. Kommt dann auf die Wraps. Ja, nicht einfach nur Yam-Yams. So, guck mal, frische Zutaten, Wraps geholt, Feuer richtig vernünftig. So, nicht irgendeine Scheiße auf dem Gaskocher. Aber der Mann, der hat sowieso keine Ahnung. Ich weiß nicht, was mit dem kaputt ist. Ich sitze übrigens jetzt gerade oben ohne, weil. Oh, schön. Und das muss ich nicht faken, so wie du angeblich die Flaggen von dem Rewe im Hintergrund gefaked hast, weil die Leute nicht wissen sollen, wo du herkommst oder wo du gerade bist. Was für ein dummes Kind. Aber okay. Ich meine, der Mann, der ist auf jeden Fall geistig zurückgeblieben. Ja. Ich mache mir jetzt hier noch lecker was zu essen fertig. Dann gibt es gleich noch ein Video dazu. So, you have a good one.